Hallo, willkommen zurück zum Kanal. Heute wieder ein etwas kürzeres Video. Es geht heute um die magische Waage EM83 sowie das Pendant von Telefunken, die EMM801. Am Schluss dieses Video werde ich etwas Böses tun. Ich hoffe, das ist die einzigste Reinkarnation oder Generation dieses Videos, weil ich werde am Schluss Musik abspielen, um die EM83 vorzuführen. Dank der Content-ID und der geldgeilen Musikindustrie ist das immer ein bisschen problematisch. Aber schauen wir uns die Röhre an. Auf der Webseite sind wie immer alle Detailbilder sowie die Datenblätter. Wir starten mit dem Datenblatt der EM83, das heißt die Anwendung der EM83. Dazu gibt es einen Artikel von Radio und Fernsehen aus der DDR. Die Röhre wurde vom RFT entwickelt bzw. Funkwerk Erfurt und war die erste magische Waage aus der DDR. Telefunken ist erst ein halbes Jahr später mit der EMM 801 nachgezogen. Zu der komme ich gleich. Diese ist potthässlich. Die EM 83 hingegen sieht eigentlich sehr gut aus. Und wurde ursprünglich entwickelt als Anzeigeröhre für UKW-Empfänger. Wie gesagt, das Dokument ist auf der Webseite verlinkt. Das kann man sich mal in Ruhe durchlesen, inklusive dem kleinen Seitenhieb auf Telefunken, weil Telefunken die EMM 801 erst ein halbes Jahr später auf den Markt brachte. Ebenfalls eine magische Waage. Und diese ist Shep. Was ich damit meine, ist das hier. Die Anzeige ist mehr oder weniger schief. Sie sieht optisch nicht wirklich gut aus. Das ist die Röhre jetzt in der normalen Ansicht. Wie gesagt, ist auch produziert ungefähr 1957. Das ist die Seitenansicht. Wie immer, dieses Video ist ein 4K-Video und einige Bilder sind es eigentlich wert, in 4K angeschaut zu werden. Man sieht halt den Aufbau des Systems. Die Röhre hat nur eine Kathode, was keine thermischen Probleme bringt, wie zum Beispiel bei der E82M, die ja nur knapp ein Jahr auf dem Markt war, weil sie thermische Probleme hatte, weil sie über drei Kathoden verfügte. Oder drei separate Kathodenröhrchen, um genau zu gehen. Das ist die Röhre von vorne, produziert im Telefunkenwerk in Berlin. Das ist die andere Seite. Das ist der Scatter. Wie gesagt, die Röhre im Betrieb. Sie hängt wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das ist die Originalverpackung. Bei den Verpackungen ist immer das Problem, die haben sich im Laufe der Jahrzehnte verzogen und egal von welcher Seite man fotografiert oder wie man sie fotografiert, sie sind schief. Aber die EMM 801 ist jetzt nur als mahnendes Beispiel. Wir wollen uns über die EM 83 unterhalten. Und die sieht im Betrieb so aus. In
In diesem Fall ist sie jetzt als Stereo-Aussteuerungsanzeige geschaltet. Die werde ich, wie gesagt, am Schluss des Videos nochmal demonstrieren mit zwei Musikstücken. Das hier ist ein Vertrieb von RSD. Und RSD ist natürlich ist im Westen, welcher Röhren aus dem Ostblock importiert hat. Und interessanterweise habe ich nie ein Gerät im Westen gesehen, das die EM83 verbaut hat. Interessanterweise wurde sie trotzdem verkauft. Und es ist auch eine Variante ohne Graphitabschirmung. Das hat den Vorteil, man kann das System sehr gut sehen. Ups, war natürlich nicht ganz zu schnell. Was mir bei der Röhre auffällt, ist, dass einige der Drähte bereits Rost angesetzt haben. Oder es zumindest so aussehen, das würde heißen, dass die Röhre Luft gezogen hat. Auf der anderen Seite ist aber das Getter auch verschwunden, was somit heißt, die Röhre hat Luft gezogen. Ich habe jetzt gerade aufs Getter überhaupt nicht geachtet, also die Röhre ist somit putt. Da sie aber keine Graphitbeschichtung hat, ist sie als Demonstrationsröhre sehr gut geeignet. Das ist eine andere Detailaufnahme von hinten. Das ist das System von der Seite. Die EM83 hat zwei Kathodenröhrchen. Im Gegensatz zur EMM801. Das ist der Schirm von der Seite. Wie gesagt, der Schirm besteht aus zwei getrennten Systemen, jeweils für den einen und den anderen Kanal. Oder zwei Ansteuerungen. Es muss ja keine Stereo-Aussteuerungsanzeige sein. Es können ja auch zum Beispiel Messwerte dargestellt werden in Messbrücken zum Beispiel. Das ein bisschen von oben, um das System zu richtig reinzufangen. Ich habe gerade gesagt, das Getter ist verschwunden. Mit Brille wäre das nicht passiert. Mit Brille wäre das nicht passiert, um den Satz mal korrekt zu sagen. Das Getter ist da, ist nur von vorne nicht ganz sichtbar. Nur ich weiß nicht, wieso die Röhre, wie gesagt, verrostet ist innen. Ich habe sie noch nicht getestet, weil ich die Bilder machen wollte, bevor ich den Heizfaden verbrenne. Ist wie gesagt produziert für RSD. RSD ist wie gesagt eine Westfirma, die Röhren aus dem Ostblock vertrieben hat, produziert wahrscheinlich vom RFT oder vom Funkwerk Erfurt. Das ist einer der Kathoden. Man sieht hier den Heizer und die angeknipsten Drähte. Das ist der Schirm von der Seite.
Das ist die andere Seite der Röhre. Auch hier ist der Getterhalter zu sehen. Detailaufnahme, das ist der anderen Seite vom System. Das ist der untere Aufbau der Röhre. Die Röhre ist intern mit einer elektrisch leitfähigen Beschichtung versehen und über diese Drahtfedern wird die elektrisch konnektiert, um zu verhindern, dass im Röhrenkolben eine elektrische Ladung entsteht und somit die Ablenkung verfälscht wird. Hier sieht man, wie der Schirm aus zwei, bis aus einer, aus einem Stück gestanzt wurde. Hier ist ein Blick, versuchter Blick auf die Kathode. Das ist die Röhre von oben. Wie gesagt, das Getter ist, sieht unbeschädigt aus, also Fragezeichen. Das ist nochmal der Leuchtschirm sowie ein Stück vom Getterhalter. Und noch versucht eine Detailaufnahme des Systems trotz Beleuchtung. Das ist nochmal der Schirm. Nochmal das System. Nochmal der Schirm von der Seite. Nochmal das Getter. Schirm und die Vorderseite mit dem besagten, der besagten Feder, die am inneren Glaskolben anliegt. Zoomst du jetzt nicht? Django zoomt heute nicht. Das ist der Boden.
Boden Luft gezogen, also die durch die Risse, ja oder nein? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Das ist wie gesagt die Original-RSD-Verpackung. Doppelt getestet mit Garantie. Damit habe ich einen übergangen. Genau, das ist der Aufdruck. Und die besagte Garantielasche. Was wäre eine Röhre ohne Garantielasche? Und wie gesagt, die Röhre gab es vom RFT und vom Funkwerk Erfurt mit einer Graphitbeschichtung. Die Graphitbeschichtung verhindert natürlich, dass man das System einigermaßen gut sehen kann. Hier ist wie gesagt der Gitterhalter. Hier ist der Leuchtschirm. Ist markiert als erste Wahl. Schnell. Getterhalter, das ist der Leuchtschirm. Hier ist die Trennung der beiden Systeme. Ein bisschen von oben fotografiert. Hört zu doof, um zu zoomen. Das ist noch eine andere Röhre. Die sieht aber fast identisch aus. So, dann kommen wir jetzt mal zur Röhre im Betrieb. Es kann sein, dass ich diesen Teil nochmal aufzeichnen muss, wenn ich eine Verwarnung für Content-ID kassiere. Schauen wir mal, was passiert. Bis gleich. So, ich habe vergessen zu sagen, als Anzeige oder als Audioquelle nutze ich meinen Fischer 500C. Das ist ein amerikanisches UKW-Radio aus den 60er Jahren. Das habe ich restauriert gekauft und das ist so auf meiner Werkstatt gelandet.
Die meisten Kondensatoren sind schon vom Vorbesitzer ersetzt worden. Das war der Originalstecker mit dem neuen Stecker. Das Radio wird mit 115 Volt betrieben, also amerikanischer Netzspannung. Und das ist nicht nur ein Radio, sondern auch ein Verstärker. Es ist ein UKW-Stereo-Radio und da ich hier, wo ich wohne, nur einen sehr schlechten Stereoempfang habe, nutze ich jetzt die Konserve. Und auch ich kann kein Radio E benutzen aufgrund der Content-ID. Und das sind meine diversen Aussteuerungsanzeigen und die EM883 wird jetzt benutzt. So, dann geht's jetzt wirklich los. So, wie schon angedroht, es folgen jetzt zwei Stücke von Wintergatan, für welche ich die Lizenz habe. Diese ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten mit der Marble Machine. Muss die Röhre erst aufheizen. Da ist ein bisschen Freiluft improvisiert. Und auf los geht's los.
So, weiter geht es ebenfalls von Wintergatan mit dem Tornado. So, danke für die Aufmerksamkeit. Diesmal ein etwas ungewöhnlicheres Video. Wem es aufgefallen ist, es gab diesmal kein Tatütata. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und heute ist übrigens der letzte Tag vom Oktoberfest. Deshalb wundert es mich, dass es doch kein Tatütata gab. Also, bis bald.